Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur ersten Episode der FIFA 18 Ratings Predictions hier auf dem Kanal. Wir sind am Start. Heute geht es wieder los, die Serie, die in den letzten Jahren immer wieder so gefeiert habt, egal ob es die Upgrade-Serie zum Winter hin war oder die neue Rating-Serie zum Sommer hin. Immer wieder gab es krassen Support von euch und ich hoffe, dass auch dieses Jahr so und ich hoffe, ihr habt Bock darauf, dass wir wieder über die Ratings der Spieler, die es überhaupt so in FIFA bzw. auf der Welt gibt, in FIFA 18 reden werden. Wenn euch das Ganze heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Checkt die Videobeschreibung aus. Links zu IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben mit dem Code MaxGamingTV. Und vor allem gibt es da jetzt eine neue Methode, beziehungsweise neue Methoden, denn in letzter Zeit gab es ja viele Bans und darauf hat IG Vault natürlich als beste Seite für Coins reagiert und hat jetzt neue Methoden rausgebracht, wie ihr euch da quasi vermehren könnt, beziehungsweise wie ihr eure Coins vermehren könnt. Lohnt sich also, checkt es definitiv mal aus. Unter anderem gibt es die Möglichkeit, Online-Packs zu öffnen und dadurch Coins zu erwirtschaften, beziehungsweise zu gewinnen, finde ich persönlich ziemlich cool. So, des Weiteren meine Social Media Links natürlich Instagram, Twitter, Facebook in der Beschreibung und mein Merchandise könnt ihr auch gerne auschecken. Und ich würde sagen, ich brauche gar nicht viel zu erklären eigentlich, weil die meisten von euch kennen die Serie. Nur müsst ihr bitte wieder in die Kommentare eure Lieblingsspieler bzw. die Spieler reinschreiben, die ihr gerne in den nächsten Episoden sehen möchtet. Daran werde ich mich natürlich orientieren. Und ich würde sagen, wir starten durch mit dem ersten Spieler. Und der ist dieses Mal ein sehr junger Spieler und ein recht unbekannter, zumindest bis zu diesem Sommer. Und zwar reden wir über Dominic Solanke oder Solank. Ich denke mal, er wird Solanke ausgesprochen. Der junge Mann hat ein 69er Rating gehabt in FIFA 17, ich predikte ein 80er, FIFA 18, ein 72er Rating, so rum ist richtig, nicht ein 18er Rating für FIFA 72, vielleicht aber auch, wenn man so drüber nachdenkt. Naja, egal, ist 19 Jahre alt, 97er Jahrgang und ist zuletzt bei der U20 WM, wo England einen Titel gewonnen hat, als wertvollster bzw. bester Spieler des Turniers ausgezeichnet worden, hat 4 Tore geschossen, unter anderem das Finaltor für England gegen Venezuela, sodass sie das erste Mal seit 1966 wieder Weltmeister werden durften. Sehr, sehr cool auf jeden Fall und dementsprechend denke ich, dass gerade wegen diesem Hype, der um ihn entsteht, aufgrund dessen, dass er eben diesen Ballon de Turnier, wie auch immer, gewonnen hat, dass er dementsprechend ein Upgrade bekommen wird auf 72. Ist nicht so krass, er hat in der Liga aber auch nicht so krass gespielt, dass man irgendwas anderes rechtfertigen könnte, aber ich denke trotzdem, dass er sich definitiv entwickeln könnte in den nächsten Jahren und auf jeden Fall zu einem guten Stürmer werden könnte. Bei U20 WM sind die Spieler, die mit dem goldenen Ball des Turniers ausgezeichnet wurden, bisher meistens explodiert. Auch ein Almeida beispielsweise, der zu den schlechteren gehörte, hat ja immerhin bei Bremen eine richtig gute Karriere gehabt und immerhin, ich glaube, es waren sogar eine Hälfte, also ich glaube 50% Torbeteiligung oder also ein... Zwei Torbeteiligungen, nee, eine Torbeteiligung in zwei Spielen, also 50% Quote. Gottes Willen ist das schwierig hier. Dementsprechend eigentlich nicht so schlecht die Perspektive für Solanke. Oder was denkt ihr? Die Werte sind natürlich nicht so überragend, aber ich glaube, damit kann man trotzdem arbeiten. Und gerade für einen 19-Jährigen, warum nicht? Interessant natürlich auch für den Karrieremodus. Schreibt mal eure Meinung zu Solanke, zur U20 WM und auch zu der Karte in die Kommentare. Wir kommen zur zweiten und das ist in diesem Fall das erste Upgrade, das erste Downgrade. Oh Gott, was ist denn heute los hier? Ich habe gerade Abschlussarbeit geschrieben, verzeiht mir. Und zwar geht es um James Rodriguez von Real Madrid. Ja, denn der hat in der letzten Saison ja bekanntermaßen nicht so die größte Rolle gespielt. Hat 22 Spiele gemacht in La Liga, dabei 8 Tore und 6 Vorlagen. Zu verzeichnen in der Champions League auch immerhin 6 Spiele, da 2 Vorlagen. Copa del Rey 3 Spiele, 3 Tore, 4 Vorlagen. Also an sich nicht so die schlechtesten Stats, aber halt trotzdem absolut nicht die große Rolle gespielt bei Zinedine Zidane und Real Madrid, die ja die Champions League und die Meisterschaft gewonnen haben. Seit seinem Wechsel von Monaco nach der WM ist er eigentlich konstant stagniert. Dass er dieses Jahr ein 87er Rating hat, das ist eigentlich auch schon fast nicht mehr gerechtfertigt. Und nächstes Jahr kann man halt einfach kein 87er Rating rechtfertigen. Dementsprechend habe ich da einfach mal jetzt ein 85er Rating veranschlagt. Könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben? Denkt ihr, dass James zu gut dafür ist? Denkt ihr, dass James das verdient hat? Die Stats sind nicht sonderlich runtergegangen. Minus ein Shooting, minus ein Passen, minus ein Physis, plus eins Defending, plus eins Pace. Die Werte können aber auch auf einer 85er Karte ganz gut passen. Also ich denke, dass er im Sommer wechseln sollte. Ich weiß nicht, ob er es machen wird. Ich denke aber, bei Real wird er nicht mehr glücklich werden. Und die Sache ist halt einfach, man muss ganz ehrlich sagen, er ist nicht mehr der James, der er mal war. Das ist schade, aber das ist leider so. Und da muss man natürlich auch Real ein bisschen was ankreiden, aber vielleicht auch ihm selber, weil er konnte sich auch gegen Isco und Co. nicht durchsetzen und die sind mittlerweile ja wieder hoch im Kurs. Auch bei Zidane, weiß ich nicht. Was ist eure Meinung? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wir kommen zum nächsten Upgrade und das ist ein richtig schönes, denn hier geht es um einen RB Leipzig-Spieler und zwar um Naby Keita, den vielleicht besten Spieler der vergangenen Bundesliga-Saison, zumindest wenn man mal so Preis-Leistungs-Verhältnis bzw. die Erwartungen vergleicht. Denn Keita ist ja mit RB Leipzig überraschenderweise auf der Tabellenplatz Nummer 2 gelandet am Ende der Saison, das heißt direkte Champions-League-Qualifikation als Aufsteiger und er hatte seinen wichtigen Anteil daran, denn der hat unter anderem direkt, ich glaube im ersten Saisonspiel war es, gegen Borussia Dortmund, die hat direkt mal das Führungstor gemacht, ja, beziehungsweise den ersten Sieg, das war glaube ich das zweite Spiel. Das erste Mal gegen Hoffenheim.
hat den Sieg herbeigeführt. Und das war schon ziemlich, ziemlich stark für einen 22-Jährigen, der gerade mal 2 Spiele in der Bundesliga gemacht hat. Und im Verlauf der Saison wurde er immer besser, hat unglaublich schöne Tore geschossen, unter anderem gegen Mainz nach einem klasse Solo, gegen Freiburg einen schönen Distanzschuss. Also das lief extrem, extrem gut bei Naby Keita. Und ich denke, dementsprechend ist ein Upgrade gerechtfertigt. Er hat ein Team of the Season bekommen, der krass ist. Und 78 ist einfach zu niedrig. Ich denke mal, so ein Rating wie Kanté wäre angemessen, ja. Ich könnte mir auch 82 vorstellen. Andere fordern 84. Ich denke mal, 83 ist okay. 84 Tempo, 86 Dribbling, 75 Shooting, 76 Passen, 75 Physis. Das passt. Ich könnte auch 81 oder 82 mir vorstellen, aber der Hype um ihn ist halt auch so groß. Und gerade wenn er zu einem größeren Verein auch wechseln sollte, was ja zumindest im Raum steht, Liverpool und Co. sind ja alle interessiert, dann erst recht 83, oder? Er ist so ein bisschen der Kanté der Bundesliga, hat dafür aber eine bessere Torquote, 8 Buden, 8 Vorlagen. Das ist schon stark und dementsprechend fände ich das Rating in Ordnung. Weiß nicht, wie es euch geht, schreibt es mal in die Kommentare und bitte nicht nur die Hassbrille, weil es RB ist. Denn ich denke mal, Keita findet fast jeder gut. Kommen wir zum nächsten Riesentalent und das ist Kylian Mbappé. Der kriegt von mir ein 80er Rating, das heißt niedriger als Keita. Da kann man jetzt natürlich sagen, Max, hast du irgendwie falsches Kraut geraucht? Der hat einen 35 Millionen Marktwert. Der ist 18 Jahre alt. Du kannst ihn doch nicht einfach niedriger raten. Doch, kann ich. Weil der hat natürlich den Marktwert, weil er so jung ist und nicht, weil er so gut ist. Jetzt gestern beispielsweise war das Testspiel zwischen, oder das Freundschaftsspiel zwischen Frankreich und England, das letzte der Saison. Und auch da mal wieder gesehen, Mbappé ist gut, aber Mbappé hat auf jeden Fall noch Luft nach oben, ja. Der Abschluss ist noch nicht ideal, das Stellungsspiel teilweise noch nicht. Die haben den da schön mit Filippo Inzaghi verglichen die ganze Zeit, der ja der Abseitskönig war. Ich denke mal auf jeden Fall, dass er ein guter Spieler ist. Und dass er definitiv das Potenzial hat, Weltklasse zu werden. Aber momentan ist er einfach nur ein riesiges Talent, genauso wie Ousmane Dembélé, dem noch ein bisschen was fehlt. Aber natürlich kann er das erreichen. Und die Frage ist, wo er hingeht und ob er seine Karriere gut fortsetzen wird oder ob er es vielleicht verkacken wird. Die Werte, die ich ihm gebe, sind natürlich trotzdem deutlich besser. Ja, plus 6 Tempo, plus 9 Dribbling, plus 14 Shooting. Bei einem plus 9er Overall ist das trotzdem ganz schön eine Menge. Plus 7 Passen, dazu plus 10 Physis, ein Position Change auf Stürmer. Und die Karte sieht geil aus. Ja, Forster Skills müsste er normalerweise auch bekommen. Keita übrigens auch, der hat bereits Forster Skills in Head-to-Head. Und bei Keita haben wir gestern mal wieder gesehen, bei Mbappé haben wir gestern gesehen, wie er gespielt hat, verdient er es halt einfach auch, ja. Dazu halt eben die Stats, denke ich mal, auch gerechtfertigt. 15 Tore, 11 Vorlagen in 29 Spielen in Liga für einen 17-Jährigen zu dem Zeitpunkt. Also ich denke, 80 ist für den Moment gerechtfertigt, aber vielleicht gibt es ja sogar ein Winter-Upgrade oder denkt, er müsste von Anfang an höher geratet sein. Da bin ich mal gespannt. Ich denke mal, 80 ist ziemlich rational noch und noch definitiv vertretbar. Alles Höhere wäre vielleicht ein bisschen zu viel Vorschuss. Aber egal, schreibt es mal in die Kommentare. Wir kommen zum letzten Talent und zwar zu Matthias De Ligt. Und der kommt von Ajax und hat auch eine richtig krasse Saison bzw. richtig krasse Entwicklung genommen. Ja? Man sieht an den Stats, plus 18 Physis, plus 29 Dribbling, plus 12 Pace, plus 7 Shooting, plus 11 Passen, plus 12 Defending und das bei plus 10 Overall. Ja, von 63 auf 73. Der hat ein Team of the Season bekommen, Bronze, und normalerweise müsste man den schon Gold machen. Aber auch der ist erst 17 Jahre alt. Dementsprechend gebe ich ihm noch nicht diese Mega-Vorschuss-Lorbeeren, zumal er nur in der Eredivisie spielt, und gebe ihm 73, aber ich denke, wenn der sich so weiterentwickelt, wird er nicht lange bei Ajax bleiben, auch wenn das momentan perfekt für seine Entwicklung ist und er genau da bleiben sollte und wird früher oder später Gold werden, ja. Sonst im Winter-Upgrade, das wäre angemessen. Ich glaube, in Head-to-Head hat er momentan 72er-Rating, 73 wäre also nochmal eins mehr. Das passt in meinen Augen und die Stats sehen halt einfach krank aus. Gerade für den Karrieremodus ein unglaublich interessanter Spieler und unglaublich talentiert auch für die Zukunft, ja, was die Realität angeht. Welcher Verein wird sich dieses Megatalent sichern, das im Alter von 17 Jahren immerhin schon mal sein Team mit ins Euroleague-Finale geführt hat? Ich denke mal, das können nicht viele von sich behaupten und der Kerl ist einfach richtig, richtig talentiert. Richtig gut auch in der Spieleröffnung. Hat alles, was man braucht eigentlich, um ja, ein klassisches Spiel auszumachen. Ich sehe übrigens gerade, dass das Passspiel nicht 11 sein müsste, sondern deutlich mehr. Und zwar 18. Ich weiß nicht, 16. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Aber egal. Verzeiht es mir. Und ja, ansonsten würde ich sagen, war es das fast schon wieder zu Matthias De Ligt. Schreibt mir eure Meinung zu ihm in die Kommentare. Denkt ihr, er wird im Sommer wechseln? Denkt ihr, er sollte bei Ajax bleiben? Denkt ihr, er wird ein Weltklasse-Verteidiger? Oder bleibt dafür immer auf dem Level, wo er jetzt ist? Ich bin mal gespannt. Allgemein könnt ihr mir natürlich zu allen Spielern eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das war mehr so die Talente-Episode, die erste hier auf dem Kanal zu den FIFA 18 Rating Predictions, abgesehen jetzt vielleicht mal von Keita und James, aber so gesehen sind die auch fast noch Talente, zumindest Keita. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann bei der nächsten Episode wieder mit euren Vorschlägen. Schreibt die in die Kommentare, checkt den Kanal unten in der Videobeschreibung nochmal aus, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Abonniert ihn kostenlos und checkt natürlich auch die Links ab, inklusive IG Vault und inklusive Instagram, Facebook und Twitter. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Danke fürs Zuschauen. Und ciao.